unsere Verfassungsbeschwerde gegen die berufsbezogene Impfpflicht der Selbstständigen, also meistens der Pflegeeinrichtung, wurde vom Bundesverfassungsgericht nicht angenommen. Warum das ein Skandal ist und ich mich darüber fürchterlich ärgere, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherschutzkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da, damit wir doch die Abonnentenzahl von 100.000 endlich erreichen können. Hilf uns dabei und gib einen Daumen nach oben. Wir haben insgesamt 8 Verfassungsbeschwerden eingereicht, 3 Cluster für Selbstständige, 5 für unmittelbar Betroffene, weil da unterschiedliche Grundrechte zu rügen waren gegen die berufsbezogene Impfpflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt tatsächlich mit einem Satz die Verfassungsbeschwerde gegen die Selbstständigen verworfen. Es führt aus, die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, weil die Beschwerdeführenden nicht in einer den Paragraphen 23 und so weiter genügenden Weise die Möglichkeit dargelegt haben, in eigenen Grundrechten verletzt zu sein. Das ist unverfroren eine Verfassungsbeschwerde, die 81 Seiten stark ist, nebst Anlagen mit einem Satz zurückzuweisen, das ist Arbeitsverweigerung, liebe Kollegen aus Karlsruhe. Man geht mit keinem Satz darauf ein, dass hier zum Beispiel auch ein Artikel 12, die Berufsfreiheit, und auch vor allen Dingen ein Artikel 14 von uns gerügt wurden. Der Artikel 14 betrifft die Eigentumsfreiheit und darunter fällt auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Soll heißen, mein Unternehmen ist in seiner Existenz gefährdet. Das ist grundrechtlich geschützt. Und durch die berufsbezogene Impfpflicht haben wir hier ausreichend begründet, warum die Existenz der einzelnen Antragsteller gefährdet ist. Alle haben das individuell begründet, alle haben das auch an Eidesstatt versichert, alle haben auch die wirtschaftlichen Auswirkungen in diesen Anträgen dargelegt und trotzdem weist man das mit einem Satz zurück, weil man sagt, die sind ja gar nicht grundrechtlich betroffen. Das ist Arbeitsverweigerung und juristisch unsauber und meines Erachtens ein riesengroßer Skandal. Denn wenn die berufsbezogene Impfpflicht in den Pflegeberufen umgesetzt wird, dann hat man auf der anderen Seite die Voraussetzungen des Infektionsschutzgesetzes, dass die Krankenhausauslastung gefährdet sein könnte, geschaffen. Denn viele, die sich nicht impfen lassen aus den medizinischen Berufen, machen das aus Überzeugung. Und wenn die sich bis heute nicht haben impfen lassen, dann werden viele, und das ist auch wirklich meine Praxis, die kündigen, die wechseln den Beruf. Die sind lieber arbeitslos, als sich impfen zu lassen und da weiterzuarbeiten, weil sie eben aus ihrer Berufserfahrung zu der Kenntnis gelangt sind, dass die Impfung ihnen nicht guttun würde. Und das werden nach den neuesten Erhebungen wahrscheinlich annähernd 20% sein, wenn nicht sogar mehr Leute aus den Pflegeberufen. Da wir ohnehin einen Pflegenotstand haben, und Pflegebetriebe sowieso viel zu wenig Mitarbeiter haben und wenn jeder 5. Mitarbeiter jetzt noch wegbrechen sollte durch die berufsbezogene Impfpflicht, dann können schlichtweg manche Pflegeeinrichtungen den Laden zumachen, weil sie einfach zu wenig Leute haben. Und damit ist auch der Artikel 14 betroffen, das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Anders das Bundesverfassungsgericht, was in einem Satz sagt, dass nicht an genügender Weise die Möglichkeit dargelegt wurde, in eigenen Grundrechten verletzt zu sein. Wenn wir das nicht hier über 80 Seiten gemacht haben, dann stelle ich mir tatsächlich ernsthaft die Frage, ob das hier überhaupt gelesen wurde. Hier sind betriebswirtschaftliche Auswertungen beigefügt, hier sind Businesspläne beigefügt, die genau aufzeigen in zig Anlagen, wie denn die wirtschaftliche Entwicklung der Betroffenen sein wird, wenn jeder 5. aus ihrem Betrieb wegbricht aufgrund der berufsbezogenen Impfpflicht. All das negiert das Bundesverfassungsgericht, das ist schlichtweg Arbeitsverweigerung. Wir sehen uns trotzdem weiter vor Gericht. Wir bleiben am Ball, das verspreche ich hier.